Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Star Road Retooled. Wir sind auf dem Starlight Runway, dem besten Level im gesamten Spiel. Wir climben durch die Maschinerie und gucken mal, was uns erwartet. Wie machen wir das am geschicktesten? Machen wir hier einen Dreisprung oder sage ich hier, ah, Wandsprung. Ein Problem ist, ich sehe nichts. Ich glaube, hier wäre eigentlich fast besser ein Dreisprung machen, oder? Ah! Aber nicht. Nicht so. Jetzt zieht er sich immer wieder zurück. Jetzt müsste es machen. Ja! Sehr gut. Ah, wie nett. Ich habe das so gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung hier, sehe ich gerade. Ich stelle fest, das könnte sehr böse werden. Auf der anderen Seite ist wenigstens kein Giftwasser unter mir oder so. Und insofern mache ich einfach hier... Oh! Hätte klappen können. Das wird aber nicht leicht. Das ist dann jetzt hier ja fast für die Pros. Unter den Pros. Ja! Oh, sehr schön. Aber wenigstens klappt das zum zweiten Mal. Da bin ich ja fast schon zufrieden. Ah! Ah, so ein Mist. Wow! Und ich habe es trotzdem geschafft, mich von der Wand abzustoßen. Nicht so, wie ich wollte. Oder zumindest nicht an der Stelle, wie ich wollte. Aber das war, irgendwie war das jetzt schon ziemlich cool. Wäre dieser Fail nicht gewesen, hätten wir das nicht gesehen. Also von daher alles gut. Ich sehe nichts. Jetzt geht's raus. Jetzt geht's wieder rein. Oh, gut. Zum dritten Mal geschafft. Aber jetzt muss es... Muss es halt auch echt klappen. Ist eine Alternative wäre vielleicht, dass wenn das Ding runterkommt, ich einfach das hier mache. Oh ja, das klappt echt. Das ist aber auch einfach mein Lieblingsmove, der Seitwärtssalto. Mit dem klappt einfach immer alles. Ja, der tut uns ja fallen. Och, Mensch, Mario. Oh, nicht runterfallen. Ja. Geht das? Ah, es geht nicht. Scheiße. Geht. Ah. Ich habe doch schon festgestellt, dass es nicht geht. Nicht runterfallen. Oh Gott. Bloß nicht darüber fallen, ey. Geht das echt nicht? Nee, es geht echt nicht. Aber was ich mal machen könnte... Na, warum probiere ich nicht einfach das hier direkt? Hier, muss man sich ja nicht immer so schwer machen. Hier, einfach zack. Einfach von der anderen Seite probieren. Wunderbar, wir haben den Stern. Wow. Das war früher nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Vielleicht bin ich doch ein bisschen besser geworden. Ein bisschen. So, okay. Aim for the rings. Sind wir jetzt hier bei Sonic oder was? Nee, wir wissen ja, was zu tun ist. Wir haben ja bereits mit Bobby gesprochen. Ja? Wollen wir gucken, wo war der nochmal drauf? Wir gucken uns mal von da oben um. Nein, wir gehen nicht wieder auf den Glitzerpfad, keine Sorge. Aber ach, da hinten war die Kanone, genau. Juhu! Ach. Einmal Rücken brechen. Sanfter Fallschaden macht es möglich. Und Taps. Das. Ja, und jetzt darf ich mir aber hier so ein Turret aussuchen, ne? Wow. Und guck mal, jetzt habe ich ganz schön viele Sekunden übrig. Aber was mache ich damit jetzt? Was fange ich jetzt damit an? Oh mein Gott, muss ich jetzt wirklich durch 5 Ringe fliegen? Oh nein. Ah. Das war schön. Wir kriegen da hin. Komm, hier ist der erste. Wir müssen sie ja nur berühren. Wir müssen ja nicht perfekt durchfliegen. So, zack. Ah. Hier, das wäre die viel schönere Mission für den roten Schalterpalast gewesen. Nicht die letzte noch?
Ah, bin ich etwas zu niedrig? Uah. Ich brauche nochmal eine Kappe. So, das kriegen wir hin. Schade, wäre ja schön gewesen, wenn wir sie direkt beim ersten Versuch alle hinbekommen hätten. Naja. Und trotzdem ist das eine ziemlich geniale Mission. Definitiv. Die macht Spaß. Wären doch nur alle Kappensterne so toll. Tatsächlich, Mario 64 macht ja nicht wirklich viel aus der... aus der Flugkappe. Das muss man ja definitiv sagen. Und auch die ganzen Mario 64 Mods machen sehr, sehr wenig damit. Auch Star Road ist da keine Ausnahme, aber das ist jetzt mal schön. So. Wow. Yippie. Kriegen wir den im Flug? Komm, wir müssen den im Flug kriegen. Also andere wäre doch lame. So, sehr schön. Ah, prima. Auf der anderen Seite, was heißt prima? Also irgendwo ist es auch ein bisschen schade. Es geht einfach viel zu gut in diesem Level voran. Wir haben einfach schon 5 von 7 Sternen. Und das irgendwie ist das schade. Weil ich mag das Level total. A crash on the station. Ja. Okay. Bedeutet was? Ist das, also, wir haben ja noch hinter dem Gitter da diese eine Geschichte. Bei den Chakias. Wäre das eventuell die Mission, die wir jetzt brauchen? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Wer hätte es gedacht? Hier, lass mich einfach rein. Kann ich mich hier einfach backwards longjumpen? Rein dann. Man muss ja nicht immer alles backwards longjumpen. Es sieht ja wirklich so aus, als würde da einfach eine Röhre reinführen. Aber wenn ja, dann eher von oben und nicht von hier unten, oder? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Einfach doch hier drin. Das war jetzt einfach mal ein Versuch und es ist einfach wirklich so. Oh, Chakia! Ah! Nö, lass mich in Ruhe. Sehr schön. Find a way inside Chakia Cage. Mit anderen Worten. Aber gut, wir haben sie gefunden. Das ist das Wichtigste. Jetzt schieben wir schnell noch den Felsen dahin. Das war auch ganz gemütlich. Lass mich in Ruhe! Alter! Nein! Au. Ich komme nicht mehr raus. Wirklich? Was bleibt jetzt noch übrig? A crash on the station. Ja, nur noch das Flugzeug hier, aber das Raumschiff, wie auch immer. Wir können ja da eigentlich nicht wirklich viel mitmachen. Das ist Lava, oder? Muss ich mal ausprobieren. Das ist ja heiß. Ja, sehr gut. Haben wir auch noch nichts mitgemacht. Musste mal ausprobiert werden. Also wir haben das. Wir können da drauf. Aber können wir sonst noch was damit machen? Wir haben nämlich hier jetzt noch nicht wirklich was mitgemacht. Ah. Wir machen auch weiterhin nichts damit. Da di di da di da. Da di da di da. So. So viel Mario Galaxy. Also gerade so in den letzten Welten. Einfach alles Mario Galaxy. Speziell von der Musikauswahl. Eigentlich fast nur von der Musikauswahl. Ah, was mache ich denn nur? Oh komm, also... Vielleicht doch mal anders probieren. Ich glaube, gerade eben habe ich es genau auf die Art und Weise probiert. Kann das sein?
Vielleicht ist es ja doch nicht immer mein geliebter Seitwärtssalto. Vielleicht muss man sich ab und zu auch mal andere Dinge einfallen lassen, wie zum Beispiel Dreifach-Gedönssprung, Kombinationssprung mit Seitwärtssalto. Oder alternativ einfach. Das hier. Und da ist tatsächlich der Crash in the Station. Wahnsinn. Krass, wir haben's. Wahnsinn. Das ging jetzt leider, leider viel, viel zu schnell. Das ist halt, irgendwo ist das echt schade. Aber noch sind wir nicht durch. Zum einen haben wir die finale Welt. Zum anderen gibt es ja noch Sterne zu holen. Tja. Es gibt noch Sterne zu holen. Aber, wie ihr seht, die 15 Kurse, die haben wir vervollständigt. Aber Secret Stars, da haben wir erst 12. Und jetzt ist gut aber teuer. Gehen wir einfach hier rein. Wir gehen einfach hier rein. Oh ja, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Das ist so wirklich eine der Bowser-Stages, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind. Aus den ganzen Hacks tatsächlich. Wobei ich zugegebenermaßen werfe ich sie sehr, sehr gerne durcheinander. Das hier könnte jetzt auch irgendwie... Oh Gott, Bob. Das hier könnte jetzt irgendwie auch aus einem Bro-Dude-Hack beispielsweise sein. Deswegen nicht immer so eindeutig. Aber doch, das hatte ich auch noch tatsächlich jetzt hier bei Star Road auch verortet gehabt, tatsächlich. Ja, das ist so eine Momentum-Geschichte. Da komme ich jetzt nicht so einfach weg. Aber glücklicherweise darf ich hier wieder hochlaufen. Seht ihr mal, Star Road hatte Momentum. Wow. Und es klappt. Bei Star Revenge Zero war das hier meine ganz große Achillesferse. Und hier haben wir das jetzt einfach immer noch. Aber war ja. Ja, wohin gehen wir jetzt? Also es scheint hier mehrere Wege zu geben. Es gibt ja auch mit Sicherheit Secret Stars hier. Also zumindest mal einen. Das wäre natürlich die Frage. Da oben ist er. Wir müssen tatsächlich mit Momentum darüber. Okay, gut. Dann machen wir das auch. Ja, Mensch. Boah, und jetzt ganz, ganz kleine Plattform. Okay. Nein! Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Da klappt die Momentum-Geschichte und dann scheitert es hieran. Ich glaube es ja nicht. Und der, also wirklich. Wirklich so dilettantisch, weil du musst dich einfach nur richtig ausrichten, ey. Einfach ein bisschen mit der Kamera arbeiten. Uff. Jetzt aber nicht nervös werden wegen dieser Geschichte. Ist jetzt natürlich schon ein bisschen ärgerlich, ne? Aber naja. Gehört dazu. Wir schaffen es auch nochmal. Bin ich ja fast so zu 2% davon überzeugt, dass wir das jetzt auch nochmal schaffen, oder? Ran, Rü! So, okay. Oh, scheiße, ey. Oh, Alter, ich hab's echt geschafft schon wieder. Oh, Gott. So, ein bisschen... Jetzt müsste ich ja einfach nur gerade ausspringen, ne? Jetzt kann der eigentlich... Ansonsten...
kann ich ja immer noch so ein bisschen ranzoomen. Hilft mir... so vielleicht nicht. Aber vielleicht hilft mir das so. Oh. Nee. Das hilft mir so nicht. Warte mal, machen wir lieber wieder normal. Das ist vielleicht besser so. Oh Gott, ey. Oh Gott. Der ist hart umkämpft, aber es ist ja auch einer der letzten Sterne im Spiel. In der Boss-Stage, in der finalen Boss-Stage. Also von daher muss der ja natürlich auch ein bisschen was können. Ja, Bobby. Das hat alles keinen Sinn mehr, ich weiß das. Tschüss. Gemeinheit, ne? Sie ist kommen und der versucht mich jetzt aufzuhalten, ne? Na dann. Boah, wir haben's. Den haben wir. Es ist so krass. Wow, da eine Power Star. Mario gains more courage. The Triforce of Courage to protect him. Okay. Ja? Bist du runter? Ach, du bist runtergefallen. Das tut mir fast leid. Ja. Soll ich's machen? Ja! Au. Hat geklappt. Ich will nichts Gegensätzliches hören. Es hat halt einfach geklappt. Was für ein Kampf gerade, ey. Also ich habe schon ein bisschen Puls jetzt hier. Das ist ja wirklich, also... Ohne Safe State sich jetzt hier an sowas ranzuwagen, ist echt was, was mir doch ein bisschen Unbehagen bereitet, tatsächlich. Auf der anderen Seite, du bist halt einfach wirklich gezwungen, besser zu spielen. Du spielst ganz anders ohne Safe States. Manchmal ist meine Safe State-Spielweise ja einfach, yo, fuck it. Und so. Was? Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt am besten? Ah. 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 Oh Gott. Ah. Oh Gott. Oh, ich will das nicht nochmal machen müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ah! Was mache ich jetzt? Das klappt nicht. Ich muss daneben rüber. Nein! Es hat doch nicht mehr viel gefehlt. Es wird brutal werden. Es wird brutal werden. Auf der anderen Seite muss ich es überhaupt machen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich Bowser irgendwie einmal gepackt haben muss. Weil ich habe ja immer noch 12 Sterne freizuschalten. Musste ich dafür Bowser einmal gemacht haben? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wie das war. Muss ich mich da nochmal informieren? Sollte ich da vielleicht nochmal in mein altes Let's Play oder so reinlinsen? Weil bevor ich jetzt hier mich durch die finale Stage durchkämpfe und es wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, vielleicht wäre es da fast besser, an dieser Stelle jetzt einfach mal Break zu machen. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was jetzt hier am geeignetsten wäre, also... Geronimo! Ist immer am geeignetsten. Wenigstens klappt das, ey. Da bin ich jetzt sehr froh drum. Vielleicht sollte ich ihn einfach platt machen. Vielleicht sollte ich ihn einfach schnell platt machen. Ohne mir einen großen Kampf mit ihm zu liefern. Ohne ihn zu ignorieren, sondern einfach direkt hier zack platt machen. Ja, oh Gott. Bin sicher, das bekommt mir ganz gut.
Ah! Oh Gott, scheiße. Oh Gott. Aber ich bin wieder hier. Dafür, dass ich gesagt habe, ich will das nicht nochmal machen müssen, stehe ich jetzt hier. Oh, und mach's nochmal. Weil vielleicht ist das hier besser. Komm. Vielleicht ist das hier besser. Ha! Ah! Oh nein! Ah! Ah! Ich hab so eine Angst, ey, vor dem Scheiß-Level. Jetzt sind wir auch schon so weit gekommen. Hier, komm! Gumbas! Ihr werdet mich nicht aufhalten. Mein Gott, der rennt einfach rum. Weg mit dir. Ach. Doch ein Stern? Nö. Ein Pilz der Heilung. Ach, ja, wie schön. Komm, weil ich es kann, nur für euch diesen Part nochmal überziehen. Und finalen Kampf machen. Ich habe dich gewarnt, Mario. Diese mysteriöse Welt hat mir so viel Kraft gegeben, wie ich gewollt habe. Oh mein Gott, du siehst meine Haut mit purer Energie überströmen, so nach dem Motto. Ich werde dich beiseite wischen und dann wird das Mushroom Kingdom mir gehören. Mwahaha. Ja, versuch's doch. Ganz ehrlich. Nee, nix da. So long, Bowser. So long, Gay Bowser. Oh oh. Nicht so, wie sie es bei Mario 64 online gemacht haben. Bye bye. Das heißt so völlig so long, Gay Bowser. Und da bleibe ich auch noch einfach stehen, ey. Das Dämlichste, was man machen kann in der Situation, ist einfach stehen bleiben. Wow. Cool. Oh. Das hat nicht geklappt. Oh. Das hat nicht geklappt. Das sieht ja eigentlich relativ standardmäßig aus, dieser Kampf. Aber ist der es auch? Hä? Das hat aber... Also das war definitiv die richtige Richtung. Nee, du machst dir bitte... Oh, oh. Oh, oh. Ah, ja. Ey, aber das war wirklich, also das war jetzt wirklich definitiv ein Treffer. Was ist ja eigentlich los? Muss ich so nah ran? Nee, hier nix. Muss ich das direkt hier über der Kante machen? Oh. Ah. Probieren wir es nochmal. Das war nix. Komm mal her. Komm mal, please to me. Ah, doch nicht so! Na dann. Komm mal zu mir. Kommst du jetzt zu mir gerannt? Kommst du? Oh! Ha, fuck! Ha, fuck! Der hätte sich gerade nochmal gedreht, ey. Ha! Was mache ich denn jetzt? Jetzt rennt er mir wieder da runter. Dann kann ich ja auch nicht zulassen.
Ah! Okay. Wow, das dauert länger, als ich dachte. Und das muss ich jetzt dreimal schaffen, ne? Cool. Komm mal her. Komm mal her. Ah! Ja, irgendwann muss es ja mal klappen, ey. Also dann. Auf ein neues. Yes! Meine Chance! Und jetzt bin ich ganz nah dran. Wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Oh, wie kläglich. Aber jetzt muss es doch... Oh Gott, nein. Oh nein, nicht die blauen Flammen. Aber... Ah, shit. Das war's mir wert. Unser erster Treffer. Unser erster Treffer. Unser erster Treffer. Was macht er die blauen Flammen schon wieder? Hör mal auf damit, bitte. Ah! Okay. Und yes! Zweiter Treffer! Jetzt läuft's! Reg dich dazu auf, Bowser. So, das reicht zwar nicht, aber wir können die zumindest schon mal in die Richtung bringen. Stimmt, wir werfen ihn ja drüber und er... Egal, er ist trotzdem mehr in der Richtung als vorher. Also von daher hat das ja irgendwie geklappt. Muss mich aber aufpassen, wenn ich mich so hier in dieser Ecke mit ihm duelliere. Wir haben es. Boah, wir haben's. Ich glaub's ja nicht. You killed me. Ich meine, du hast mich natürlich, du hast mich besiegt, sogar mit all dieser Extrakraft. Dabei hätte ich dich in der Lage, sein müssen, dich zu zerquetschen wie ein Käfer. Glaub ja nicht, dass du gewonnen hast, Mario. Solange meine Truppen immer noch Powersterne haben, die ich ihnen gegeben habe, werden sie die Stärke haben, überall weiter Chaos zu stiften. Sie werden die Kraft des wahren Herrschers von Mushroom Kingdom demonstrieren. Wahaha! Ist mir egal. Ich hab dich besiegt. Mir wurscht. Ich hab überzogen, aber das macht nichts. Komm, beim Bosskampf muss man das auch mal machen. Hey, Prinzess! Wie wär's mit Cake? Ich brauch Cake. Wieso hörst du Toadie-Musik? Du hast es geschafft, Mario. Du hast Mushroom Kingdom von Bowsers Terror gerettet. Wir müssen dir wieder einmal so danken, Mario. Such gefälligst nach den anderen Powerstern, Mario! Je mehr wir haben, desto mehr von Bowsers verbliebene Truppen können wir von hier verbannen. Ich habe einen seiner Sterne hier, welche einer seiner weniger kompetenten Truppen hier sozusagen fallen gelassen hat. Er ist over there! Nimm ihn als Belohnung für deine Mühen, Mario. Okay, also hat es sich doch gelohnt, das zu machen. Over there? Ja, wo ist er denn? Peach? Peach? Ja, wo ist er denn? Hast du den? You're the greatest, Mario! Ich will meinen Stern! Ach, da hinten. Ich habe schon gedacht, ich werde jetzt hier beschissen, ey. Während ich das erste Mal, dass die Prinzessin mich beschissen hat. Okay. Gut. 11 Sterne fehlen noch.
Aber den ersten Teil von Star Road Retooled haben wir jetzt sozusagen hinter uns. Die restlichen 11 Sterne wollen noch gefunden werden. Seid ihr auch so gespannt wie ich, wo sie sich befinden?